Nächste Rednerin, Frau Abgeordnete Alexandra Tander. Alexandra Tander, ÖVP, die Chefin der Rotkreuz-Organisation Innsbruck. Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit. Daher haben wir neben der medizinischen Versorgung, die wir in Österreich, wie wir schon oft gehört haben, wirklich genießen, vor allem auch die Prävention, wie die Kollegin Ribo schon angesprochen hat, also vorsorgende Angebote, die ein wichtiger Pfeiler sind für die Gesundheit der in Österreich lebenden Menschen. Dazu gehören nicht nur die klassischen Vorsorgeuntersuchungen, sondern auch die Verbesserung in der Früherkennung von Krebserkrankungen, Impfungen wie die Influenza oder die kostenlose HPV-Impfung. Die Schaffung der verbesserten Angebote im Bereich der geschlechtsspezifischen Medizin und der Altersmedizin. Für diese Vorsorgeangebote steht im Gesundheitsbudget ausreichend Geld zur Verfügung und nicht kein Geld, wie wir heute manchmal hören. Damit diese Angebote auch vielfach genutzt werden, ist vor allem die Zusammenarbeit mit privaten Institutionen unerlässlich. Ihre Informationsarbeit ist deswegen so wichtig, damit wir all diese Maßnahmen, die wir in Österreich genießen, auch wahr und angenommen werden, unter dem Motto gesund bleiben, bitte, also es auch tun. Und an dieser Stelle möchte ich mich vor allem bedanken bei den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für diese wichtige Informationsarbeit. Die Zuschüsse für die laufenden Aufwände an die privaten Institutionen wurden daher auch von 15,5 Millionen Euro auf 26 Millionen Euro erhöht. In dem Zusammenhang zur Vorsorgeuntersuchung möchte ich ein besonderes Augenmerk legen auf die Früherkennung von Brustkrebs. Seit 2014 wird in Österreich das Brustkrebs-Früherkennungsprogramm angeboten. Der Bund stellt auch in diesem Jahr wieder Mittel zur Verfügung, damit jede Frau, die in Österreich lebt, alle 2 Jahre das kostenlos in Anspruch nehmen kann. Und mit Hilfe dieser Früherkennungsuntersuchung kann der Krebs schon zu einem Zeitpunkt entdeckt werden, bei dem die betroffene Frau oft noch gar nichts weiß. Je früher er erkannt wird, desto besser und schonender kann dieser auch behandelt werden. Und gerade im Bereich der Früherkennung hat dies bei Brustkrebs wesentlich zur Senkung der Mortalität beigetragen. Und doch starben jährlich 1600 Frauen an dieser Krankheit. Leider, weil pandemiebedingt oft der Weg zum Arzt vergessen wurde. Unser Ziel für 2021, dass 46% der Frauen, die dafür in Frage kommen, am Brustkrebs-Screening teilnehmen, wurde leider weit verfehlt. Es liegt sogar noch unter dem Wert von 2019. Deshalb bitte mein Appell an alle, die zuhören, an alle Frauen, aber auch an alle Männer. Gehen Sie zum Arzt Ihres Vertrauens. Lassen Sie sich untersuchen. Und das gilt bitte auch für Männer, wie der Kollege Schallmeiner heute schon gesagt hat. Denn es gibt nicht nur Brustkrebs, und ich spreche es auch, es gibt auch Prostata- und Hodenkrebs, also geschlechtsspezifische Krebsarten. Bitte untersuchen Sie sich, denn diese Angebote, die aus dem Budget, aus dem Gesundheitsbudget zur Verfügung stehen, nutzen alles nichts, wenn man sie nicht annimmt. Unter dem Motto: Nur was man Gutes tut, hat einen Sinn. Danke.